Heute ist Extreme Loving und wir schießen uns heute 20 Meter in die Luft von diesen riesen Luftkissen. Seid gespannt, es wird komplett eskalieren. Let's go! Und. Oh, ja, wir. Neben dem Loving machen wir noch das ganze High-Diving-Springen, 27 Meter. Und das mache nicht nur ich, sondern auch die ganzen anderen Leute. Und deswegen viel Spaß dabei. Jetzt hier Sprungturm. Wir fahren jetzt auch 15 Meter hoch und machen ein paar geile Sprünge. Es wird auf jeden Fall ultra eskaliert. Wir haben auf jeden Fall auch gehört, dass hier ein paar Leute noch krasse Pläne haben. Heute werden die 27 dressiert. Ich schmeiß heute eine Katze von 27 in der Halbzeitshow vom fucking Extreme Loving. Geile Sau, Alter. Yeah. Wird auf jeden Fall wild. Und Nick ist auch dabei. So, jetzt erster Sprung höher als 10 Meter. Ich glaube, ich mache mal einen Single-Sprung zum Warten. Aber also erster Sprung über 10 Meter insgesamt, ne? Insgesamt noch nie höher gesprungen. So weit mache ich auch noch. 3, 2, 1, send it. Send it. Junge. Oh, Junge, das wackelt so fies, das Vieh. Das ist gar nicht geil. Und jetzt ein Kraulen an den Eiern. Oh Junge. 3, 2, 1, send it. Guten Tag. Ja, hallo. Was richtig geil war. Hallo, bin der Osama, aber kein Terrorist, nur hobbymäßig. So, dann gehen wir jetzt mal auf 16 Meter. Den Sprung, der wird genannt Doppel-Doppel. Rückwärtssalto, 1,5 Schrauben und anschließend ein Vorwärtssalto, halbe Schraube, also Barani. Genau, der kommt jetzt für mich. Lang nicht mehr gemacht, aber der geht. Okay. Was machst du jetzt, Tim? Doppelvorwärts halbe Schraube. Danach gehe ich nämlich auf 7 und mache meinen Handstand und dann geht's hoch. 7 Meter, 1,5 Handstand, 1,5 vorwärts habe ich gemacht. Deswegen stehe ich jetzt hier oben, weil die auch ganz gut waren. Und deswegen kommt jetzt der Sprung. Ich habe den seit ungefähr ein Jahr lang nicht mehr gemacht, aber ist okay. Ist okay. Hab Bock auf jeden Fall, ja. Gut, das ist Tim und der springt 27 Meter. Vor in dir. Drei, zwei, eins, send it! You thought I was bluffing where you at? I came here for vengeance, watch your back. No need to defend, I'm on attack. Jo, das war der 27 Meter Sprung. Ich habe mich richtig weggeballert. Unter Wasser hat man es nicht gesehen, hat mich richtig zerrissen. Deswegen mache ich auf jeden Fall ein kleines Päuschen jetzt. Das merkt man auch schon so ein bisschen in der Leiste. Genau, aber der Sprung war wirklich sehr, sehr geil. Ich muss auf jeden Fall fester bleiben. Und deswegen, wenn man 27 Meter springt, muss man wirklich einfach das Wasser wegballern, weil das sind Kräfte, das ist Welten. So 20 zu 27, das ist wirklich was, auf jeden Fall was anderes. Watch your step, look out for mine. You don't wanna cross the line. I saw you pull the dollar sign. 3, 2, 1, send it. Das ist
Alter, kranker Scheiß! Die Anspannung steigt, wir machen uns jetzt fertig für den Wettkampf. Gestern mein Probesprung lief leider nicht so gut, das seht ihr jetzt. 3, 2, 1, block! Alter Langs. Ja, das war irgendwie komisch. Ich war mega langsam, obwohl eigentlich voll viel Power ist. Ich glaube, der Blob ist irgendwie zu voll oder ich lag scheiße. Boah, krass. Alter. Ja, sag, das ist jetzt schon richtig blau. Mach mal eine Aufnahme. Richtig krass. Das macht jetzt natürlich so ein bisschen Bedenken und Angst. Ja, gestern habe ich schon ein blaues Auge kassiert. Jetzt ist das linke dran, also jetzt wird's extrem. Ich habe richtig Angst, aber auch richtig Bock. Das ist der FPV-Action. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich darf mich gleich komplett durch die Luft katapultieren lassen, in der Luft entscheiden, was ich tun darf. Und hoffen, dass ich nicht dabei verrecke. Also ich habe den Sunnis schon mal meine Versichertenkarte gegeben. Als allererstes, ich weiß gerade genau, was jetzt für Jungs und Mädels und alles dazwischen und außerhalb seid. Falls ihr irgendein Scheiß vorhabt, ich kenne euch. Endlich, da gibt es einen Daumen drauf. Verlangt mal ein Zeichen, entweder okay oder scheiße. One person that should bring the feed onto you. That is you, cause you could be your own worst enemy. And that's the truth, and you don't wanna be like that. Honestly, you just wanna be that type of dude to really rule it out and really make the moves. And you walking in when you make the moves. Goddamn, you don't wanna listen to the sapphics. You just wanna get attraction. You just gotta be the person that is really about to give it all. It's all about the habits. You don't wanna be dependent. I don't wanna be average. I just wanna persevere. I just wanna go and do it, man. I gotta make it happen. Life is so hard, and it might tear apart your heart. But honestly, you're regardless of the pain that you really felt in the past and the scars. You can make something that's worth it. You can really do it, man. Scratch the surface. And I don't really know that you probably just really feel it inside. You just really feel nervous. Then it's okay. We gotta find a way through the chaos and through the rain and through the shadows and pain. You can really do it now. You're gonna paint the picture, so cut the pain. Now judge your life right now and shut the noises right down. Wo fangt der denn da rein? Das hätte ja noch gut werden können, aber da macht er so eine Scheiße. Man, wir sind doch nicht im Finale! Alter, Richard hat's gerade komplett zerfetzt. Oh, das war nicht gut. Oh, dieselbe Kacke wie letztes Jahr. Und das in der Proberunde. Es ist noch nicht mal der Wettkampf, es ist Proberunde. Ja, zumindest hat er das Zeichen gegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass er es so hinkriegt. Ja. Ich hatte kein Zeichen, immer genau das Zeichen. Ja, halt echt. Ja. Also, Alter, kein Zeichen, geht sich gut. Ja, das ist schon krass, vor allem im Training halt. Einfach ein bisschen verschraubt. Das war ja auch nicht mal jetzt, wo er durchgeballert hat. Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass er den wegsteckt. Aber ey, weiß man halt nicht. Ne? Auf der Seite hast du keine Schwimmbeste drauf und dann fliegst du noch die Seite aufs Ohr und hast vielleicht Schwindel oder so. Aber zumindest das Zeichen hat er geben können. Junge, das sah schon fies aus. Ja, war es auch. Aber ist jetzt okay, oder? Ist okay, jetzt klar. Lass ihn dann hier stehen mit dem Lächeln. Das musst du auch erstmal machen, Alter. Ja, diesmal gehen sie halt auf Nummer sicher. Das Luft war brutal weg. Gefühlt, dann dachte ich, ich muss schwimmen. Aber ist ja Unsinn, hast du eine Weste an? Und dann, wo sie mich auf die Trage gezerrt haben, war ich, glaube ich, so, ja, noch 10 Sekunden oder so, habe ich schön geträumt. Und dann, wo wir an der Treppe waren, war alles wieder gut. Wir machen es ohne Verletzung. Ich dachte immer, man kann, weil ich mal zeigen, einziges Mal auf die Fresse legen. Doch. No way. Es
geklappt? Nee. Ja, kann ja nur gut werden. Das erste Mal. Ah ja, perfekt. Ja. Also Wettkampf erstes Mal von oben zu treten. Erstmal von oben. Flo geht jetzt hoch, die machen nämlich 27 Meter Sprung und ich sage euch, den Sprung würde ich niemals von 27 Meter machen. Wie oft wirst du schon aus 27 gesprungen? Noch gar nicht. Das ist jetzt dein erster 27 Meter Cent. Das ist mein erster. Was ist dein höchster bisher gewesen? 26 Meter 720. Alter, okay. Und hier geht's von 27 jetzt lässig rein. Bam, 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 bam. Aber das passt schon. Das wird. Könnte nicht glücklicher sein, ehrlich. Geil, Mann. Come on, come on! You're the fucking man. You got it, brother. Let's go. Let's go! Let's go. Ich würde vielleicht die andere Hand gucken. Einfach nur geisteskrank, 27 Meter hier. Ich hätte es halt einfach damals nicht falsch machen dürfen. Dann würde ich das ich wahrscheinlich auch machen. Aber hey, man lernt nie aus. Für alle, die es nicht wissen, weil ihr zu jung seid. Hier ein kurzer Einspieler. Jetzt geht's ins Finale. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen Angst. Aber gehört dazu. Oh, kranke Scheiße. Finale! Oh, Finale! I love fucking making tracks though, Jesus. Ay, I'm just stunned, I'm ballin', I'm back on my shit like I'm Christopher Wallace. They wanna tell me that I wanna make it, I tell them I do it, I'm back and I run it. Homie, you beat me, homie, you beat me, leave, and I do just what I wanted. Honestly, they wanna tell me I quit, they wanna tell me I wanna keep on running to the league though. Homie, they see I'm a beast though, I be super lead though. I be just pressing on beast though, I be activating my coach, my G's though. I be on a different level, and it's something that you're about to see though, as I'm running. I'm at it, and when it comes down to it, I'm an addict. I love this, it's precious, it's me, dog, my passion, my life work. I get this, I do it, I have it, been crafting my habits. That's late nights, that's madness. That's madness, that's what I know. I tell these people I'd be a millionaire, they're like, oh. Why does it matter, we don't know, just really seem to know. Financial freedom is on my list, I'm bleeding, bro. I'm bleeding on the inside when I look around. See my mother is safe for famous, I just cannot hold it. Leon liegt jetzt im Block und die Jungs machen sich jetzt hier bereit. Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so heiser schon. Geil! Ja! Ja!